Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Ja Leute, ich bin ein Meisterdetektiv. Mich hat es immer noch ein bisschen stutzig gemacht, dass dieser eine Arenaleiter da nicht aufgetaucht ist. Und hier im Ipsicom, wo man seinen Avatar auswählen kann, da habe ich mal ein bisschen geforscht. Ich mache mal kurz einmal den Greenscreen weg. So, hier gibt es einen Reiter, der heißt Unlichtarena. Und dann gibt es einen Reiter, der heißt Team Yell. What the fuck? Bin ich bescheuert oder sehen die Zeichen gleich aus? Ich bin ein Meisterdetektiv. Entweder die Entwickler waren einfach nur faule Säcke, die ihren Job nicht machen wollten, haben einfach gesagt, yo, ich nehme jetzt das Team Yell-Zeichen für die Unlicht-Arena, copy-paste das. Sieht ja dann ein bisschen anders aus, I guess. Oder aber der Unlicht-Arena-Leiter, Leiterin, hängt mit Team Yell zusammen und deswegen war derjenige oder diejenige auch nicht da. Das hätte wieder so ein bisschen was von Pokémon Rot und Blau, wo Giovanni eben halt auch der letzte Arena-Leiter war. Also schon ein bisschen komisch, oder? Ich bin, denke ich mal, der Einzige, der es jetzt entdeckt hat von den deutschen Let's Player, aber das ist schon super auffällig. Also, ja, wollt ihr euch ganz gerne mal mitteilen. Jo, wir sind bei Route 3 stehen geblieben und die besiegt. Ich habe die Pokémon wieder geheilt. Damit habe ich mich sehr wohl beeilt und ja, jetzt schauen wir mal. Was ist hier? Tipps für Trainer. Du kannst auch auf Routen dein Pokécamp aufschlagen. Beim Camping können deine Pokémon-Erfahrungspunkte erhalten. Wenn du an einem geeigneten Ort zum Campen bist, kannst du auch die Zelte anderer Trainer besuchen. Also ich kann jederzeit campen. Feuerheiler! Schön. Dafür haben wir aber schon einige gehabt, ne? Darf man auch nicht vergessen an der Stelle. Mit denen kämpfe ich sehr ungern, mit den Zickzacks. Brauche ich ein anderes Pokémon, denn mit Kyubi geht's aktuell nicht. Unlicht gegen Unlicht ist halt ganz große Scheiße. Ich meine, ich könnte ein anderes Pokémon nehmen. Nehmen wir mal Mauzi und probieren unser Bestes. Die kommen ja ein bisschen zu oft vor hier. Oh, Zickzack. Aber mit Mauzi haben wir wenigstens Mogelieb. Wir sind Schummeln hier. Los geht's. Mogelieb! Naja, viel Damage macht's ja nicht, ne? Oder der Schlitzer vielleicht. Und Schlitz! Zack! Oh ne, nicht Schlecker. Ah, ja. Hat eh keine Wirkung. Geist auf normal. Weil ich lecker schon lese, kriege ich im Koller, ey. Wegen der Paralyse, die eben halt auftreten kann. Ey, die Pokémon gehorchen uns nur bis Level 20, ne? Also Donkey Kong, der bewegt sich auf ganz dünnem Eis. Oh shit, der hat uns gesehen. Ich wollte gar nicht mit denen kämpfen. Also jetzt zumindest noch nicht. Nee, jetzt habe ich zur Abwechslung meinen Trainer entdeckt und kein Pokémon. Lass sie gleich mal gucken, wie stark du bist. Okay, Schüler Jobby. Geh mal jobben, Schüler Jobby. Jobby. Jobby, Jobby, Mobby, Mobby, Mobby Dick. Okay, der hat einen Knospi. Wir waren ja schon im Knospi in, ne? Da haben wir auch schon Knospi gesehen. Mogli, zack. Und mit dem Schlitzer werden wir es wahrscheinlich schon wenden. Yes. Motherfuckers. Knospi ist halt schwach. Und Joker schon Level 16. Junge, der Level so schnell. Flücker ist geil. Er frisst die Beere vom Gegner auf und heilt sich dann dadurch. Oder je nachdem, ne? Was die Beere für Effekt hat. Das ist echt geil. Der wird auf Angriff gespielt. Aber kann man auch auf Spezialangriff spielen? What the fuck? Der hätte voll die geilen Sets eigentlich. Dann behalte ich natürlich Klauenwetzer. Dann prallt mit seiner Stärke und greift es hier an. Dieser Angriff ist umso stärker, je weiter die Statuswerte es Anwenders erhöht sind. Aha. Ja, haben wir ja mit Klauenwetzer, ne? Ein Kombo.
Der Piekser braucht man nicht. Flicker ist in jeder Hinsicht besser, also machen wir das natürlich weg. Oh, mit 2 und schwupp. Piekser vergesse, Flicker erlernt. So muss das sein. Cortini. Was ist denn Cortini schon wieder? Let's see. Ach, das ist das Viech. Stimmt. I remember. Na, hau mal direkt einen Schlitzer drauf. Ei. Turbodreher. Ja, ich habe sowieso keinen Stachel oder sowas. Initiative steigt. Jetzt fängt er an. Nee, immer noch nicht. Scheint nicht so schnell zu sein. Und das war ein Volltreffer? Nö, war's nicht. Einfach nur ein bisschen rumgelackt. Diesmal mehr Damage gemacht. Mausi Level 15. Eigentlich. Und das war's schon. Ich dachte, er hat 3 Pokémon. Auch Minyo, wie blöd. Dein Pokémon ist einfach zu stark. 720 Pokédollar hat er nur. Okay. Da sind noch mehr davon. Ach. Guck an. Sanja, geistert hier schon wieder rum. Aha, da kommt ja unser Arena-Challenger. Dein großer Auftritt bei der Eröffnungszeremonie war echt cool. Glückwunsch. Hä? Wo hast du den Hopp gelassen? Ich bin gerade alleine unterwegs. Verständlich, ihr seid schließlich die Rivalen. Da ist es sinnvoll, auch separat zu trainieren. Wo du gerade hier bist, ich kann dir etwas Interessantes erzählen. Siehst du dieses Gebäude dort drüben? Das gehört dem Liga-Präsidenten Rose. Oder genauer gesagt, seiner Firma. Naja, es hat so eine kleine Fabrik, ne? Am Ende von Route 3 gibt es eine Mine. Die Firma von Rose nutzt das Erz, das dort abgebaut wird, um Energie zu gewinnen. Rose spielt also auch eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung der Galar-Region. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn wirklich verstehe, aber er ist schon ein bewundernswerter Typ. Puh, jetzt habe ich dich aber ganz schön zugequatscht. Ja, geht eigentlich. Danke, dass du mir so geduldig zugehört hast. Hier, dieses Fluchtseil hast du dir verdient. Soll ich jetzt von dir fliehen oder was mit dem Fluchtseil? Was willst du mir damit sagen? Ja, mit dem Fluchtseil kann man aus Dungeons entkommen. Als ein langes festes Seil, das die sofortige Flucht aus Höhlen oder ähnlichem ermöglicht. Kann beliebig oft verwendet werden. Was? Kann beliebig oft verwendet werden. Das war noch nie so. Seit wann ist das denn so? Oh, und deine Pokémon kann ich bei der Gelegenheit auch wieder fit machen. Ja. Bis Turfield liegt noch ein weiter Weg vor dir. Reise gehört eben auch zur Arena-Challenge. Mach's gut. Ja, ganz ehrlich, weiß gar nicht mal, wo ich hinlaufe hier gerade. Es wird mal Zeit, auf die Karte zu schauen. Turfield, ist das schon... Nee, oh, Turfield ist wahrscheinlich erst da oben. Oh ja, ist tatsächlich ein weiter Weg. Bei mir Route 3, dann Galamine und Route 4. Jesus Christ. Okay. Was mit dem Fluchtseil ist ja eine coole Sache. Wo man endlich davon hat. Beleber gefunden. Nice. Was ist das denn für Pokémon? Die sehen aus wie Stein-Pokémon. Die kann ich jetzt aber mit Mauzi nicht wirklich schwächen. Tauschen wir doch nochmal. Was sind das für Viecher? Der sieht cool aus. Klonkett. Der sieht halt echt nice aus. Was sind das für ein Viech? Let's see. Weiß nicht, was für ein Typ ist. Sei normal effektiv zu sein. Unlicht. Katapult. Katapult hat das Item jetzt weggefeuert. Scheinbar hat er ein Kieselohr so gehabt, wer weiß. Oh, den will ich aber ins Team aufnehmen erstmal. Temporär. Der sieht echt nice aus. 1, 2, 3. Da sind wir dabei. Sehr geil. Klonkett wurde gefangen. Bin ich mal gespannt, was das für ein Typ ist. Ich tippe auf Stein. Klonkett. Das coole Pokémon.
Es wurde vor ca. 400 Jahren in einer Kohlemine entdeckt. Sein Körper besteht fast aus denselben Komponenten wie Steinkohle. Ja, Stein. Weiß nicht, wie ich es nennen soll. In mein Team, bitte. Jetzt mal ohne Witz. Sieht so nice aus, das Viech. Da machen wir erstmal Raffel für raus. Hat was. Wie viele es davon gibt, ey. Bemerkenswert. Und hier kommen wir zu der Item. Scheinbar. Na, willst du Pokémon-Kampf? Scheinbar. Wolltest du dich etwa an mir vorbeischleichen, ohne vorher meine Pokémon zu bewundern? Nein, eigentlich nicht, sonst hätte ich dich ja nicht angesprochen. Schülerin Mathilde. Ja. Auch Unlicht, ne? Scheiße. Das ist ja doof. Was machen wir jetzt? Mal zwei Pokémon, na komm. Erhöhen wir unseren Angriffswert. Zwei, dreimal, I guess. Angriff und Genauigkeit steigt. Kratzer. Das können wir gut wegdenken. Nochmal unseren Angriffswert. Klauen schön scharf, Mann. Nochmal Kratzer. Und jetzt gibt's Ruckzucki. Ja, ja. Das ist schön rumgelackt, ne? Und BAM! Ach, Crap. Macht echt nicht so viel Schaden, ne? Kannst du ja vergessen, ne? Damage Opfer ist zu dringend. Oh, Heuler, meine ganzen Mühen waren umsonst. Jetzt habe ich lediglich quasi nur meine Genauigkeit erhöht. Naja, Genauigkeit erhöhen heißt, bessere Volltreffer-Chance, ne? Läuft. Aber besiegt. Sehr schön. Bislang gefallen mir die neuen Pokémon, die seien aber extrem gut. Muss ich schon sagen. Weil die Skole-Pokémon gefällt mir, der neue Vogel gefällt mir. Kann ich mir nicht sehen lassen. So, und jetzt? Jetzt greifen wir speziell an. Ja! Weil Kyubi muss auch speziell gespielt werden. Haben wir ja schon geguckt in den Stats. Der Spezialangriffswert ist definitiv höher. Deswegen werden wir auch Clown-Wetzer wegmachen. Weil es uns nichts bringt, weil wir auf Spezialangriff gehen. Und schon war es das. Sehr gut. Kann sich sehen lassen. Zack, Level 16. Ja. Generell, so Angriffswertmäßig ist es jetzt nicht so gut, ne? Gewissheit. Schauen wir doch mal, was es macht. Hat das Tier während der Runde schon Schaden genommen, wird die Stärke der Attacke verdoppelt. Naja, hat eine Grundstärke von 60 auf jeden Fall. Das ist schon mal was, ne? Aber ganz ehrlich, ich will das nicht. Mir ist es nur ziemlich egal, ob ich gewinne. Ich wollte dir einfach nur meinen Pokémon zeigen. Ist halt auch physisch, Leute. Deswegen wollte ich das nicht mitnehmen. Ah, wieder ein Beerenbaum. Alles klar. Nicht greedy sein, das ist immer wichtig. Siedelbeere. Fällt aber gar nicht so viel runter, wa? Zwei Kiesepferde, eine Frage hier wäre einmal noch. Ja, jetzt läuft's. Aufhören, es reicht. Zwei Silberbären, zwei Fragierbären, drei Kiesepferden. Ordentlich, kann es dir lassen. Und die wollte ich unbedingt hin. Und dafür gibt es die TM Prügler. TM 37 wäre das. Der Anwender greift zusammen mit allen Mitgliedern seines Teams das Ziel an. Je mehr Pokémon sich im Team befinden, desto höher die Anzahl der Angriffe. Ja, habe ich ja schon Kyubi abgelernt. Bin nicht so ein Fan davon, auch wenn die Attacke cool ist, aber ist halt sehr schwach, ne? Kann man nicht anders sagen. Schwach ist die Attacke allemal. So, dich verschone ich aber nicht, Clowncats. Dich verschone ich nicht, my boy.
jetzt ordentlich eine Schlangenpauke anhören hier. Spezialangriff, Rauchwolke und Sternschau ist jetzt auch nicht sehr effektiv, sonst würde ich das ja machen, weil es trifft immer. Gimmel mal einfach, vielleicht trifft's. Und es trifft, let's go. Kann der Stanzpauke nicht entkommen. Wunderbar. Klonkett Level 11. Well. Was haben wir hier denn? Weiß nicht. Na, du patrouillierst da so auffällig? Kann ich dir helfen? Ich stelle sowohl Briefe als auch Niederlagen zu. Das ist so ein Briefträger oder was? Wie der aussieht. Postbote Peter. Peter Pan oder was? Botogel, los. Der hat Botogel? Jo, mach mal ein Geschenk. Dann sage ich frohe Weihnachten. Vor allen Dingen, wenn es mich heilt, das Geschenk. Ich hoffe, wir überleben noch einen weiteren Angriff, ne? Ja, Geschenk. Komm, heil mich. Oh, Jesus. Ich muss wechseln. Reichen wird das nicht. Aber fast. Du weißt mir jetzt zu risky. Ah, Mauzi hat schon wieder was gefunden. Ein Riesenpilz. Na komm, Mauzi. Du darfst ihn gerne finishen. Mauzi. Geschenk, komm. Was Positives, bitte. Leider nicht. Wohlgeliebt. Zurückgeschreckt, kann ich angreifen und jetzt gibt's den Zahltag. Voll auf die 12. Gib mir mal ordentlich Cash. Donatello Level 15. Klonkett Level 12. Geht schnell bei ihm. Da habe ich dir wohl versehentlich den Sieg geliefert. Den nehme ich gerne. Der hat viel Geld gehabt. 1300. 75 extra wegen Zahltag. Da ist ein Zelt. Aber was ist hier eigentlich? Können wir runterjumpen? Mehr nicht. Das ist ja lame. Alright. Dann wechseln wir mal einmal das Pokémon durch. Denn QB ist viel zu geschwächt. Kann nicht weiterkämpfen. Mauzi, du bist dran. Und wir nehmen dir den Riesenpilz weg. Eiskalt. Soll ich Mauzi erstmal Überreste geben? Ich meine, besser als nichts, ne? Oder ich gebe Mauzi den Seidenschal. Das ist doch noch viel besser. Verstärke normale Attacken. Mauzi ist ja vom Typ normal. Ja, perfekt. Umso besser. So, ein Zelt. Das ist Pokécamp von Lea. Möchtest du dich dazu gesellen? Ja, warum nicht? Ist das gescriptet oder ist es jetzt ein Online-Dude? Ich weiß es halt nicht. Wo ich kann richtig reinzoomen und alles. Das ist wahrscheinlich von Lea, das Wolli, ne? Spielzeug wechseln. Guck mal, was ist das denn? Kann ich mit ihm denn machen? Yo, der ist richtig angry. Keiner mag die Spielzeug gefühlt. Immer werde ich angegriffen. Ich fühle mich schon ein bisschen gemobbt. Das ist wie so ein Pokéball quasi, ne? Wie spielt er damit? Okay. Und greift er mich auch an? Ja, Mann, jeder hasst es. Also benutzt nicht die Spielzeug, Leute, ihr werdet es bereuen. Wow, okay. Ja, wir könnten auch so ein Camp jederzeit errichten. Schlag doch mal dein Zelt auf und koch etwas, um deinen Pokémon aufzupäppeln. Ich hätte hier eine Beere für dich, die beim Kochen bestimmt gut gebrauchen kannst. Amarena-Beere. Besuche einfach das Zelt eines anderen Trainers, um sein Pokécamp zu besuchen. Du bist übrigens herzlich eingeladen, hier mein Pokécamp vorbeizuschauen. Er ist gescriptet dann, also.
Na gut. Jo. Na, da ist der nächste Dulli. Na, dann mal los. Je nachdem, was für ein Typ ein Pokémon angehört, ist es im Kampf entweder im Vorteil oder im Nachteil. Schüler Finn. Thermoport, was ist das für ein Viech? What is this? What the fuck is this? Hä, was ist das denn? Feuerinsekt oder was? Egal, wir schummeln mal wieder. Mogel hier. Und wir beenden es mit einem guten alten Schlitzer. Geilomatico. Besiegt. Und ein Level Up für Mauzi. Oh, Mauzi will Biss lernen. Gerne. Die Unlichtattacke ist doch gern gesehen hier. Na, komm mal, Offenlegung weg. Ist zwar ganz brauchbar, aber... Wann hat schon ein Gegner mal Schutzschild, hä? Kirada, wer ist das denn? Was ist das für ein Viech? Keine Ahnung, Dudes. Probier was. Ist das sehr effektiv? Ist es normal? Sehr effektiv kann es nicht sein, weil es eine normale Attacke ist. Käfer-Pokémon scheinbar. Oh, get critted. Der Schütze hat eine hohe Volltrefferquote, von daher kann man da mal ganz gerne rumlacken. Level up für Kyubi, sehr schön. Level 17. Wenn man jemanden herausfordert, der älter ist, fühlt man sich im Nachteil. Ah, die Schüler haben alle so wenig Cash. Lieber nochmal gegen den Postboten kämpfen, ne? Ja, immer her mit dem guten Zeug. Super Trank. Super klasse. Eingang zur Galamine. Ja, wir haben ja jetzt auch schon Flugzeug bekommen. Ist wahrscheinlich der erste Dungeon, wenn ihr so wollt. Hallo, meine kleine Schwester und ich betreiben hier unser eigenes mobiles Pokémon-Center. Die Galamine 1 ist ja schließlich nicht gerade ein Zuckerschlecken. Ist das so? Warte, ich pepple dein Pokémon wieder auf. Oh, sehr lieb. Du kannst mich jederzeit wieder ansprechen, wenn du meine Hilfe brauchst. Okay, dann würde ich sagen, Kyubi, du bist wieder dran. Guter Job, Mauzi. Gut gemacht. Dann rein da in den Dungeon. Galamine. Ich bin so ein Arsch. Was hier in der Galamine vor sich geht, erfahrt ihr allerdings erst in der nächsten Folge. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.